Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Folgen der Corona-Krise treffen alle. Aber sie treffen nicht alle gleichermaßen hart. Und das hat noch einmal, diese Krise erfordert vor allem eins: Solidarität. Solidarität mit all jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell, wirtschaftlich und persönlich. Und deswegen ist es richtig, dass nun viele Milliarden ausgegeben werden, um die wirtschaftliche Existenz von Familien, von Berufstätigen, von Unternehmen zu retten. Aber es gibt bei diesen Rettungsprogrammen einige Lücken und es gibt eine Schieflage. Und zwar sowohl bei den Regelungen, die derzeit gelten, also wer darf öffnen und warum und wer nicht, als auch eben bei den Hilfsprogrammen. Und Herr Kasseckert, wenn Sie sagen, die Sofortprogramme waren vor allem, die Soforthilfe war vor allem eine Liquiditätshilfe. Ja, kann man sagen, das hat vielen Unternehmen geholfen. Also eine Liquiditätshilfe in Verbindung mit dem Kurzarbeitergeld, weil diese Unternehmen eben die Möglichkeit haben, die Lohnkosten zu kompensieren durch das Kurzarbeitergeld. Aber die Solo-Selbstständigen, die sind bei den Soforthilfen durch die Gitter gerutscht. Und eben genau deshalb, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht als Betriebsausgaben geltend machen können. Also ein freiberuflicher Musiker zahlt sich ja nicht selber ein Geschäftsführergehalt, für das er dann Kurzarbeitergeld beantragen kann. Ja, und ein freiberuflicher Fotograf oder ein Schauspieler, der hat eben nicht diese Betriebskosten, wenn er kein Büro hat oder wenn er von zu Hause arbeitet, kein Atelier hat. Und das ist das Problem, dass da eine Lücke entstanden ist, die in einigen Bundesländern durch Regelungen gefüllt wurde, in Hessen aber leider nicht. Und im vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen wird das ja als Problem erkannt. Sie erkennen das als Problem. Sie sagen, es ist ein Problem, dass die Lebenshaltungskosten der Soloselbstständigen nicht von den Soforthilfen abgedeckt werden. Und so schön dann diese, also so schön diese Erkenntnis ist, einfach die Folge, infolge die Verantwortung auf den Bund abzuschieben, das reicht einfach nicht aus. Damit stehlen Sie sich aus der Verantwortung. Also schön, dass Sie das Problem erkennen, aber wenn Sie es nicht lösen, dann ist das so wie mit dem Klatschen. Es ist ganz nett, aber es hilft niemandem. Und deswegen, Frau Kinkel, verstehe ich ja die Kritik am Bund. Aber das befreit das Land nicht davon, dass es auch in der Verantwortung ist. Weil gerade Kunst und Kultur ist doch für diese Gesellschaft elementar wichtig. Und wenn wir wollen, dass die vielfältige Kulturlandschaft, die wir in Hessen haben, überlebt, dann brauchen wir Hilfsprogramme. Es gab eine Abfrage vom Verband LaProf, wo die Schauspieler der freien Szene und kleine Theater in Hessen mal gefragt haben, was glaubt ihr denn, mit welchen Einnahmeverlusten ihr rechnen müsst, wenn bis Sommer, wenn nur bis Sommer keine Aufführungen mehr stattfinden können. Und da ist eine Summe rausgekommen von 3,8 Millionen Euro. 3,8 Millionen Euro allein in Hessen bis zum Sommer entstehen kleinen hessischen Theatern und Schauspielern an Schaden, wenn der Lockdown in dem Bereich so weitergeht. 3,8 Millionen, das ist sehr viel Geld für kleine Theater und Schauspieler. Aber 3,8 Millionen im Vergleich, also in Relation zu 2 Milliarden Euro Nachtragshaushalt, in Relation zu den Summen, über die wir reden, wenn wir darüber reden, Großunternehmen retten zu wollen. Meine Damen und Herren, das ist doch nicht zu viel. Es muss doch dem Land wert sein, 3,8 Millionen Euro einfach in diesen Bereich reinzustecken. Das kann sich doch ein so reiches Land leisten, wenn wir sonst über Milliardenbeträge reden. Da ist das nämlich eine relativ kleine Summe, aber nicht für die Betroffenen. Es ist eine Frage der Prioritäten. Und es ist eine Schieflage, wenn die Geldspritzen bei Großunternehmen, die Milliarden fordern, locker sitzen und jetzt schon wieder über Abwrackprämien geredet wird, aber ein paar tausend Euro Soforthilfe für Soloselbstständige an bürokratischen Regeln scheitern soll. Und da frage ich Sie, Frau Kinkel und Herr Kasseckert und auch den Wirtschaftsminister, ja, wer hält Sie denn davon ab, ein eigenes Landesprogramm zu machen? Der Bund hat keine Mittel bereitgestellt, der Bund hat es Ihnen aber nicht verboten. Natürlich können Sie ein eigenes Programm machen. Aus Landesmitteln. Und dass es geht, hat doch NRW gezeigt und Bayern gezeigt und Baden-Württemberg gezeigt. Es gibt doch Bundesländer, die Regelungen geschaffen haben.
und die Regelungen geschaffen haben. Und da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass das Land Auswahlhonorare zahlt bei den Kulturbetrieben, dass man die Kommunen dabei unterstützt. Wir brauchen wie so eine Art Pandemieübergangsgeld. Eigentlich bräuchten wir das auf Bundesebene. Da haben Sie vollkommen recht. Wir bräuchten das auf Bundesebene für Freiberufler. Ob das freiberufliche Fitnesstrainer sind, die gerade nicht arbeiten können, oder ob das freiberufliche Musiker oder Fotografen sind, für Taxifahrer, für entlassene Minijobber. Ja, das bräuchten wir auf Bundesebene. Die Forderung unterstütze ich. Aber nur weil es das auf Bundesebene nicht gibt, heißt das nicht, dass das Land nichts tun kann. Wir können ein eigenes Programm machen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen beschämend, Kulturschaffende einfach auf die Grundsicherung zu verweisen und zu sagen, beantragt doch Hartz IV. Also für viele, natürlich ist das für viele ein enormer Einnahmeverlust, und es ist eine sehr große Hemmschwelle. Und es ist auch darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Und die Vermögensprüfung bei Hartz IV ist zwar ausgesetzt, der Unsinn von den Bedarfsgemeinschaften, der besteht aber weiterhin. Und deswegen gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt nicht Hartz IV beantragen können und trotzdem dann eben ganz hohe Einnahmeverluste haben. Und auch die Kredite helfen natürlich nicht wirklich. Wer soll die denn irgendwann wie zurückzahlen? Weil ich meine, das ist ja keine nachholende, da gibt es ja keine nachholenden Effekte. Wer im Frühjahr nicht ins Theater gegangen ist, geht ja nicht im Herbst dreimal ins Theater, normalerweise. Also deswegen, wir haben hier eine Kulturlandschaft, die wirklich gefährdet ist. Ja, die wirklich gefährdet ist, ähnlich wie andere Bereiche, wo wir gestern schon darüber geredet haben, die Jugendherbergen, wo wirklich dabei ist, etwas wegzubrechen. Und hier muss das Land aktiv sein. Der Bund ist in der Pflicht, aber dann, wenn der Bund es nicht tut, dann muss das Land einspringen. Und hier können Sie nicht aus der Verantwortung stehen, meine Damen und Herren. Und parallel dazu, und das steht ja auch im Kontrast, gibt es ja wieder bereits Milliardenforderungen seitens der Autoindustrie. Es kommen etwa Mehrwertsteuer, es kommen die Mehrwertsteuersenkungen für die Gastronomie, kosten alleine 3 Milliarden Euro auf Bundesebene. Und Kaufprämien für Neuwagen sind ein gutes Beispiel für Subventionen, die wirtschaftlich eigentlich kaum etwas bewirken, weil es in der Regel einfach nur Mitnahmeeffekte bei sowieso geplanten Käufen ist. Und die meisten Autos verkaufen deutsche Autobauer bekannterweise auch nicht in Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland, vom umweltpolitischen Sinn mal ganz zu schweigen. Wir wissen, dass Neuwagen im Schnitt 18 Jahre fahren. 18 Jahre, da müsste man längst aus dem Verbrennerantrieb ausgestiegen sein, um die Klimaziele zu erreichen. Also jetzt noch den Kauf von neuen Verbrennern zu fördern, ist klimapolitischer Wahnsinn. Und ich frage mich auch immer, warum es immer bei Autos ist, dass wir über Kaufprämien diskutieren. Man könnte ja auch über Kaufprämien für Bücher diskutieren, beispielsweise. Der lokale Buchhandel ist akut gefährdet. Ja, wir könnten ja auch in anderen Bereichen mal bei Fahrrädern oder in anderen Bereichen mal über Kaufprämien reden. Aber es geht immer nur um Autos, meine Damen und Herren. Ähnlich absurd ist, was gerade bei der Lufthansa geschieht, einem der größten Arbeitgeber in Hessen. Das muss man sich vorstellen. Der Staat verhandelt mit einem Unternehmen, unter welchen Bedingungen er es retten darf. Und der Lufthansa-Vorstand nimmt dann noch die Beschäftigten als Faustpfand und droht mit der Insolvenz. Ich finde, das ist wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang. Und da zeichnet sich in den letzten Tagen ab, dass der Staat 10 Milliarden Euro in die Lufthansa stecken wird, mehr als zweieinhalbmal so viel, als das Unternehmen gerade wert ist. Und dann lässt es sich mit 25% der Aktien abspeisen. Das ist schon ein bisschen hanebüchen. Also wenn der Staat eine Fluggesellschaft mehrfach kauft, dann müsste er doch eigentlich auch Mitspracherecht haben. Und ein staatlicher Wiedereinstieg bei der übrigens erst 1997 komplett privatisierten Lufthansa, der müsste doch konsequent genutzt werden, um die Fluglinie nicht auf schnellen Profit zu trimmen, sondern sozial und ökologisch umbauen zu können. Finde ich, zeigt Frankreich ganz gut. In Frankreich mit Staatshilfen für Air France KLM beschlossen worden. Und das ist an die Auflage gekoppelt worden, dass man die Airlines nachhaltig umbaut. Zu den geforderten Maßnahmen gehört die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030, die faktische Abschaffung der Inlandsflüge jenseits des Zubringerverkehrs. Weil wir müssen doch auch sehen, das hat Frau Kinkel ja auch richtig gesagt, die Klimakrise geht ja weiter. Und der Luftverkehr muss schnell und radikal umgebaut werden. Deswegen lassen Sie uns doch diese Krise auch nutzen, um wirtschaftspolitisch Einfluss zu nehmen, dass eben Klimaziele auch erreicht werden können, meine Damen und Herren. Und ein weiterer Punkt,
Bei allen Staatshilfen ist darauf zu achten, dass Unternehmen, die sie erhalten, in dieser Zeit weder Dividenden ausschütten noch exorbitante Vorstandsboni zahlen. Ich finde, der Staat sollte schon die Forderung stellen, dass Milliardenhilfen an Unternehmen nicht jenen, die Steueroasen, die ihr Geld in Steueroasen auslagern oder Tarifverträge umgehen. Da hat unsere Bundestagsfraktion ja gerade die Geschäftsberichte der 30 DAX-Konzerne auswerten lassen, von denen ja viele um Staatshilfe bitten. Und alle 30 haben Töchter und Beteiligungen in Steueroasen. Und ich finde, das geht überhaupt nicht an. Wer in der Krise, wer in schlechten Zeiten Geld vor Steuermitteln haben will, der sollte gefälligst auch seine Steuern hier zahlen und nicht Steuervermeidungspraktiken in Steueroasen fabrizieren. Hier muss der Druck erhöht werden. Dänemark macht das. Die sagen ganz klar, Unternehmen mit Sitz in Steueroasen bekommen keine Staatshilfe und auch keine, die trotz der Krise noch Dividenden ausschütten. Das ist letztlich eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Frage des politischen Muts. Und deshalb, wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir über die Beschäftigten in diesem Land. Für viele reicht das Kurzarbeitergeld von 90% überhaupt nicht aus. Auch hier muss sich das Land beim Bund dafür einsetzen, dass es erhöht wird. Jetzt wird hier gerade wieder über Deregulierung geredet. Wir brauchen in dieser Krise keine Deregulierung, keine Ausweitung der Arbeitszeiten, keine Auflockerung der Sonntagsarbeit. Was wir brauchen, ist Schutz für die Beschäftigten und keine Deregulierung, meine Damen und Herren. Und das ist bezahlbar. Wir leben in einem sehr reichen Land. Und es gab noch nie so viel privates Geldvermögen wie heute in diesem Land. Und das ist zutiefst ungerecht verteilt. Und deswegen müssen wir natürlich auch über die Frage der Krisenlasten reden. Und es kann auch nicht sein, dass die Armen und der Mittelstand die Kosten für diese Krise weitertragen, wenn das reichste Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Präsident. Es gäbe noch viel zu sagen. Aber dann komme ich zum Schluss. Ich denke, dass der Bund könnte mehr tun, aber auch das Land müsste mehr tun, insbesondere bei den Kulturschaffenden, bei den Solo-Selbstständigen. Weil gerade in dieser Not zeigt sich doch, wir brauchen Solidarität und wir brauchen Rücksichtnahme aufeinander, und zwar sowohl bei der wirtschaftlichen Absicherung als auch beim Gesundheitsschutz. Vielen Dank.